ich habe einmal ein Auto gehabt, jetzt kann ich mir keins mehr leisten. Ne? Wieso nicht? Na, ich war jetzt wenig verdient, ne? Warum arbeiten Sie nicht mehr? Ich war ja nicht mehr Arbeit kriegt, ne? Aber du fragst mich, ob ich in Stephansdom eine Spende gebe, ne? Wieso keine Arbeit kriegen, wenn man sich bemüht kriegt mit meiner Arbeit? Ja. Na, werden wir mal schauen, was lernst denn du einmal, was wirst denn du mal machen? Du weißt ja nicht einmal, was eine Arbeit ist, ne? Wirst du studieren nach der Matura, gell, oder was? Ja, also studieren, entweder Youth oder DJ, weiß ich nicht so genau. Was ist das zweite? DJ. Was ist das? Ja, Platten auflegen und mixen. Also Maurer, oder was? Ist eher eine schöne Arbeit, Maurer. Das gefällt mir, und du gehst in eine Lehre, oder was? Projekt X, the Heterodyne High Quality Sound Recreation Explosion. For your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. Erst mastern müssen, bevor er dann Häuptling geworden ist. Der war nicht, das war kein Häuptling, was von Himmel gefallen ist. Ja, für die Haare auch sicher Belastung. Ne? Naja, das ist natürlich gerade, wenn sie jetzt die American Natives, North American Natives, wenn man sich das aus der Friseurswarte ausschaut. Ja, schöne Haare, ne? Wunderschönes, festes Haar. Ja. Und im Falle von Winnetou hat der das ja sehr schön. Meinst du Neger, Mario, oder was? What? Mit American Native meinst du Neger? Nein, Indianer. Ach so. Ja. Kannst du sehen, wie viele Augen habe ich? Zwei. Zwei. Mhm. Und fällt da was bei einem Auge auf? Ja. Ja? Und was fällt da auf? Ja, das muss eigentlich irgendeine Kontaktlinse sein, weil das eine Auge ist grün und das andere ist blau. Oh. Sicher? Bist du sicher, dass das grün und blau ist? Schau mal, genau. Ja. Warte, jetzt kommen wir ein bisschen näher. Das eine ist so ein blau, so ein fast unrechtes, ja. Und das andere ist jetzt kommen ein bisschen näher. Grün. So. Hat das weh dann? Nein. Komm noch einmal näher. Oh. Tut das weh? Bitte Mama. Ja, wenn du dich untersucht haben musst. Nein, bitte du, es gibt jetzt ordentliche Antworten. Das ist schon unangenehm. Was unangenehm? Ja. Gut, dann setz dich bitte kurz hin. In meiner Klasse sagen sie immer, hey, bei einer Postwurfsendung muss eigentlich die ganze Wohnung eingehen, weil wenn sie die ganze Post draufhauen. Naja, du, wie alt bist du, hast du gesagt? 13? 13. 13, wann wirst du 14? Im Februar erst. Im Februar erst, na gut. Also, jetzt komm her. Ich habe hier eine Wand, ja? Setz dich jetzt ruhig daher. Mhm. Wichtig ist, dass du die Arme auf den Rücken gibst. Ja. Auf deinen. Die Hände, oder wie? Ja, auf deinen Rücken, genau. Könnten so. Sie mir kurz die Handschellen bitte geben? Ja? Handschellen. So, danke schön. So, da tun wir jetzt die Handschellen. So. Folgendes Problem. Ich würde nur gerne wissen, warum. Ja, wir müssen das ein bisschen verändern. So. Jetzt. Sind aber unangenehm. Tut's weh? Es soll ein bisschen soll's wehtun, ja. Weil das den Adrenalinspiegel hebt und dann haben wir so ungefähr die Situation, die du dann auch beim Autofahren hast. Nicht? Aber ich habe noch gar keinen Führerschein. Ja, aber wie alt bist du jetzt, hast du gesagt? 13, ich werde 14 im Februar. Na eben, also sind nur mehr 4 Jahre und du kannst dann die Brille, die wir dir jetzt machen, auch zum Autofahren verwenden. Ja, das ist cool. Ganz wichtig. Das ist gut? Cool. Also. Aber dann müssen wir mit dem Papa reden, dass ich auch gleich einen Führerschein machen kann, weil sonst wäre die Brille fast und so. So, ne Frau, wenn Sie ganz kurz sich hinter Ihren Sohn stellen, ja, und bitte die beiden Arme sozusagen auf seine Schultern legen und die Hand um seinen Hals und leicht zudrücken. Ganz leicht zudrücken, so. So? So, ja, dass er gerade bist, kriegst du noch Luft? Ja. Ja, tut das weh? Hey Mama, ja, es soll ein bisschen wehtun. Es soll ein bisschen wehtun, weil es... Sonst wirkt's nicht, gell? Genau, sonst funktioniert es. So. Richtig. Ihr seid nicht die Ersten, die bei mir halt durchgeflogen. Immer sofort an. Durchgeflogen sind, heißt das auf Deutsch. Ihr seid noch nicht durchgeflogen. Insofern heißt es durchgeflogen wären. Es sind schon welche durchgeflogen heute, aber ihr seid noch nicht durchgeflogen, deswegen rede ich im Konjunktiv. Also. Und Futtinger, ich brauche mir von dir nicht ein Goschen anhängen lassen. Echt? Würde ich auch nicht an ihrer Stelle. Also, Futtinger. Ja. Eine Baustelle.
Auf einer Baustelle steht ein Kran. Ja. Er steht mit einer Belastung von 14,9 Newton. Ja. Unter dem Kran steht ein Auto. Ja. Das Auto wiegt eine Tonne. Ja. Wie hoch ist der Kran? Lass zur Zeit. 14,9 Newton und der Kran, das Auto wiegt eine Tonne. Eine Tonne, wie hoch ist der Kran? Das kann man so nicht rechnen, oder? Was fällt da zum Rechnen? Ich meine, das Newton und das Gewicht vom Auto hat ja keinen Zusammenhang mit der Länge. Ja, du sollst es ja in den Zusammenhang bringen. 14,9 Newton. Das Auto hat eine Tonne. 3 Meter. Richtig. 3 Meter. Welche Konstante hast du verwendet? Gewicht durch Höhe. Welche Konstante hast du verwendet? XY. Futtinger. Welche Konstante? Überleg dir die Frage. Du nicht immer sofort antworten, denk nach. Überleg dir, welche Konstante hast du verwendet. Der Hackl denkt mit und gibt mir die Antwort, wenn ich ihn frage, wenn es der Futtinger nicht weiß. Welche Konstante haben Sie jetzt gemeint? Welch bei der Rechnung? Wie bist du auf die 3 Meter gekommen? Futtinger, du brauchst nicht glauben, dass ich blöd bin. Ich weiß genau, dass das Beispiel genau so im Stoff war im letzten Jahr und dass man so ein Ergebnis sehr leicht auswendig lernen kann. Aber wir wissen, wie es draufgekommen bist. Na, 14,9 durch eine Tonne. Ja. Und dann die Kurvendiskussion davon. Ja, aber welche Konstante brauchst du dazu? Hast du das gerechnet oder hast du einfach nur... Gerechnet, ich hab's gerechnet. Du hast es gerechnet. Wenn du auf das richtige Ergebnis gekommen bist, Futtinger, dann musst du für die Rechnung auch eine Konstante verwendet haben. Wie heißt diese Konstante und was ist ihr Wert? Ah. Über die Konstante haben wir im letzten Jahr, ich glaube, wirklich in jeder dritten Stunde geredet. Konstante Maria Mozart. Das... Fast? Das war dann schon mal die Konstante. Hackl! Konstanz Maria Mozart Kugel! Und ist wert 18 Millionen Euro. Noch einmal? Du hast mir jetzt schon zu viel gesagt. Konstanz Maria Mozart Kugel. Ohne Maria? Konstanz Mozart. Konstanz Mozart Kugel und der Wert ist? Nicht 18 Millionen. Nein. 12 Millionen Euro. Nein. Mehr? Erst. Futtinger, wir sind doch nicht auf dem Basar, dass man da handelt, der Wert ist 1,20 Euro. Ich weiß nicht, was hast du im Sommer gemacht, Futtinger? Gewichst. Wieso tust du so viel wichsen? Du sollst Mathe lernen. Das ist ein großer Gogel, ne? Naja, aber das ist ja, ja, das wirst du nicht den ganzen Tag, du hast so sicher auch Gelegenheit gehabt, Mathematik zu lernen, wenn du eine Nachprüfung hast. Ja, nebenbei halt. Nein, das war zu wenig. Ich habe meinen Eltern helfen müssen, außerdem noch auf der meiner Raketenbasis Abschlussrampe und dann habe ich mit anpacken müssen. Und, ja, aber von Dingen, ich kann nicht. Hackl, Moment. Was? Wollen Sie noch einmal zurückreden? Ich komme vor, da wie im Kindergarten irgendwie. Sie sind beim Zahnarzt. Naja. Und wenn Sie sich wie im Kindergarten vorkommen, dann haben Sie sich das selber zuzuschreiben. Warum? Weil Sie sich wie ein Kind benehmen, Herr Ruchen. Pfui. Also, entweder Sie überlegen sich das eine halbe Stunde lang im Wartezimmer. Wissen Sie, ich werde mich genieren. Schäme ein bisschen in den Boden hinein. Wann? Wenn ich so gemein wäre, wie Sie. Gut. Wieso bin ich gemein? Bisschen in den Boden hinein. Herr Doktor, dann sollte man vielleicht dem Herrn Ruchen, dass man den Mund einmal zu betonen. Mal. Damit er nicht zurückkriegen kann. 4 und 5 werden wir noch reißen und dann zu betonieren. Hm? Gut. Herr Ruchen, wenn Sie noch kurz Platz nehmen, bitte. So, Mund weit aufmachen. Mhm. Soll ich A sagen? Ja, bitte. Ja. A. Mund weiter aufmachen, bitte. A. So. A. Länger A sagen, bitte. A.
Was ist eine Zahntung? Was, was soll das? Hat sie mich echt einen Zahnzung? Ja. Warum? Weil sie so dagegen reden. Was? Was jetzt, weil ich dagegen rede? Wie sie sich aufführen? Ich will mir doch keinen Zahn ziehen deshalb. Na, das schauen Sie dem Herrn Doktor, das ist jetzt leichter. Ja, das ist so. Das ist eine Freude. Das ist ja was. Das gibt's doch nicht, ihr bei Verrückten. Wie bitte? Das gibt's doch nicht. Die können mir doch nicht meine Zahn ziehen. Doch. Ich bin jetzt Zahnarzt. Ich habe den Zahn nicht gezogen, das war der Herr Doktor. Da ist er, Kuli Wuli Wuli. Ja gut. Das glaube ich nicht. Machen Sie den Mut auf. Ich kann auch mal wieder reingeben. Hans A. Was? A. Ja. Weit auf. Und vielleicht kann ihn der Doktor wieder einsetzen. Ah. Lang A sagen, genau. So. Bitte sind Sie mal. Was? Auf! Also, was ist denn? Haben Sie mir auch einen gezogen? Ja. Da müssen Sie sich voll reinfallen. Ich hab mich nicht können. Ja, komm, lieber Kiesel. Jetzt haben wir zwei Zähne mehr. Hier, wir sammeln. Bist du vertraut hier? Na, Sie müssen jetzt angeschnallt bleiben. Ich will raus. Das gibt's nicht. Das ist ja verrückt. Soll ich die Mundsperre draufgeben, Mama? Ja, da bin ich zu frech zurückgeredet. Hältst du auf, ich will nicht. Herr Doktor, wie werden wir denn weiter vorgehen? Der Zahn muss einmal ausbluten, nicht? Ja, der soll ja vielleicht draußen warten, der Herr. Ruchen? Ruchen. Und ja, puh. Was würden Sie vorschlagen? Naja, Sie haben jetzt die beiden Vierer gezogen. Ich denke mal, vom Muster her wäre es ganz schön, wenn wir jetzt die oben beiden Vierer weg haben, dass wir die beiden Einser unten noch wegnehmen. Weil dann bildet das so ein Dreieck und den Mund hätte er jetzt ja offen schon durch die Mundsperre. Aber Herr Ruchen, Sie müssen den Kopf ruhig halten. Er sich freut. Ja? So, den Kopf ganz ruhig, ja? So. Soll ich Ihnen die Doppelzange geben? Ja. Dann können Sie gleich beide eins auf einmal ziehen. Ja. Das macht dann Spaß, gut? Ja, genau. Ich will nicht. So. Alle Bälle. Jetzt haben wir beide draußen. Na, jetzt haben Sie, also, Herr Ruchi, eins kann ich Ihnen sagen, Sie haben, also am eins haben Sie sicher kein Zahnweh mehr, weil wir haben wirklich die, der Herr Doktor hat die ganze Wurzel, der kann Zähne ziehen wie kein anderer. So, tun wir die Mundsperre raus. Die Mundsperre raus. So, ausspülen bitte. Na, ist das ein neues Gefühl? Ich glaube das nicht, was hier passiert ist. Das ist ein Verbrechen. Was ist so ein Verbrechen? Ich brechen, gezogen haben wir es. Ja, mit 13, 4 sogar. Vier sind es, ja, 4. Vier Zähne. Die beiden oberen Vierer und die unteren Einser. Ja, aber wieso? Aber mit nur dreimal. Aber wieso? Die haben dann denen nicht gesagt, dass sie irgendwas haben. Ja, da können wir Ihnen aber das Röntgen zeigen, dass sie was ganz anderes. Oh ja, die haben was alles. Entschuldigen Sie, da war bei allen Zähnen, die wir Ihnen gezogen haben, die waren von der Wurzel her entzündet und vereitert. Teilweise sogar Zahnbelag. Und angefault. Ich sage nur wirklich, das hat ein Nachspiel. Ich weiß, meine Eltern sagen... Wollt ihr keinen Zucker haben zur Belohnung? Ja, genau, ein Zucker. Ich brauche keinen Zucker, das ist ja Wahnsinn. Wir haben so herrliche Brausezucker. Ich bin keine Kontrolle gekommen und jetzt fehlen mir vier Zähne und Zahnspange.